www.ccccchat.de. Nationalhymnen zu Ehren der Boxerinnen, beginnend mit The Star Spangled Banner für die USA, gefolgt von unserem Lied der Deutschen. Thank you.
Visuelle Medien Neu-Ulm präsentiert die WBF, EIBA und UBF Profi-Box-Weltmeisterschaft der Damen im Halbweltergewicht angesetzt auf 10 Runden. WBF-Supervisor am Ring ist Jean-Marcel Nartz. WIBA-Supervisorin Irene Kostenko. Als Punktrichter amtieren Uwe Leuch aus Deutschland, Vincent Düper aus Frankreich und Bernd Hupfer ebenfalls aus Deutschland. Und nach dem ersten Gong ist der Chef im Saal geführt, ihr Ringrichter Alexander Kalinkin aus Russland. Die Boxerinnen vorstellen, beginnend mit der blauen Ecke. Diese Kämpferin trägt das rot-gold-schwarze Dress und brachte ein Kampfgewicht von 61,0 Kilogramm auf die Waage. In bisher 29 Profikämpfen erzielte sie 11 Siege mit 4 K.O.s bei 14 Niederlagen und 2 Unentschieden sowie 2 No-Contests. Presenting and introducing the current WBC Silver Welterweight Champion, and tonight she is the challenger for the world title, coming to us all the way from Albuquerque, New Mexico, USA. Please welcome La Reina de Guerra, the Königin des Krieges, Victoria. Und nun hinüber in die rote Ecke zu der Boxerin in der schwarz-roten Kampfkleidung und mit einem Gewicht von 62,5 Kilogramm. Ihre herausragende Profibilanz: 14 Kämpfe, 13 Siege, darunter 7 Knockouts und lediglich eine Niederlage. Ich präsentiere die ehemalige ungeschlagene WIBF und WIBA Weltmeisterin im Leichtgewicht, die amtierende WBF Weltmeisterin und Titelverteidigerin im Halbweltergewicht hier aus Ulm an der Donau. Oh,
Herausfordererin. Sie ist 1,70 Meter groß, 29 Jahre alt und wurde im Jahr 2004 schon Profi. Thank you.
3, Runde 4. Thank you.
Ringfrei Runde 6.
zur 10. und letzten Runde. Ich glaube, jetzt müssen wir alle einmal durchatmen, und zwar ganz tief, denn das war mit Sicherheit einer der intensivsten Weltmeisterschaftskämpfe in deutschen Ringen, egal ob Damen oder Herren, in den letzten 10 Jahren. Und so hart, wie diese beiden Mädels hier gefightet haben, möchte ich, dass Sie jetzt applaudieren. Einstimmige Entscheidung. Punktrichter Vincent Düper wertete 97 zu 93, 97-93. Punktrichter Uwe Lorch wertete 97 zu 94, 97-94.
Und Punktrichter Bernd Hupfer wertete 98 zu 93, 98-93. Für den Sieger und neuen BIBA und UBF Weltmeisterin und weiterhin BIBA! Das weiß ich. 20 Jahre, die gehen nicht einfach spurlos an mir vorbei. Ich habe geheiratet, ich möchte natürlich Familie gründen, aber ich möchte auf dem Münsterplatz aufhören und egal wie, ich werde es auf jeden Fall noch machen. So, wie der Mann hier heute zu dir hält, glaube ich, sind viele Kämpfe noch möglich, was selber gesagt, ein krasser Kampf. Krass, weil es ging häufig auch unter die Gürtellinie. Wie war es, Victoria Cisneros hier heute zu boxen? Also ich wusste, dass sie teilweise unsauber ist und deshalb musste ich auch manchmal abklammern, weil ich habe einige Kopfstöße gekriegt. Ich spüre es schon, wie ich aussehen werde nachher. Und von daher, ich meine, Klitschko boxt auch nicht immer sauber, muss manchmal abklitschen. Und ich meine, es geht um die Gesundheit und wenn ich einen K.O. vermeiden will, muss ich manchmal abklammern. Und das habe ich gemacht.
Sie geht eine unheimliche Pace von der ersten Runde. Die geht die letzten 10 Sekunden noch von jeder Runde nochmal nach vorne. Einen unheimlichen Respekt an diese Frau, die seit so vielen Jahren dabei ist und immer auf höchstem Niveau boxt gegen die weltbesten Frauen. Also ich ziehe meinen Hut vor ihr. Stand für dich einiges auf dem Spiel, du hättest den Gürtel verlieren können. Jetzt hast du zwei neue dazu bekommen. Auf was können wir uns jetzt freuen? Was kommt jetzt? Ich hoffe natürlich weitere Titelverteidigungen, weitere Kämpfe gegen Top 10, Top 5 Frauen der Welt. Es ist sehr schwierig, die zu bekommen, die Kämpfe, weil viele große Promoter dahinter stehen, viele Fernsehsender. Wir sind ein kleines Team. Mami, meine Schwester, mein Bruder, mein Ehemann, Freunde, Familie. Wir sind einfach eine Familie, so ein Familienunternehmen, die das auf die Beine stellen. Und da ist es sehr schwer, gegen die großen Promoter anzutreten. Von daher hoffe ich einfach, dass ich die besten Kämpfe, die ich bekommen kann, mache. Um dann irgendwann auf dem Münsterplatz zu sagen, danke, ihr geilen Leute. Jungs, wer möchte anfangen? Irgendeine Frage? Wie geht's dir? Wer hat das gerade gefragt? Susi. Susi. Ja, mein Schatz, hallo. Ja, ich bin total erschöpft. Ich meine, man sieht es mir auch an. Ich bin platt, ich bin aber auch total erleichtert. Ich wusste, was auf mich zukommen wird mit Victoria. Sie ist eine Weltklasse-Frau. Sie hat eine unheimliche Pace, die sie gehen kann. 10 Runden Power, Power, Power. Ich habe zwar einige Kopfstöße kassiert, so dass mir das am Schluss dann irgendwann zu blöd war und ich einfach den Kopf runtergenommen habe, aber ich meine, ich muss mich auch schützen und ich habe keinen Bock gehabt auf einen Cut. Ja, ich bin aber einfach nur erleichtert und ich bin froh, dass das Ganze jetzt rum ist. Es waren monatelange harte Arbeit, Organisation, Training, Vorbereitung, Diät, alles Mögliche. Ich will mich kurz bedanken. Wir haben ein Weltklasse-Team für mich, meiner Meinung nach, auf die Beine gestellt. Alles Leute, die sowas noch nie wirklich gemacht haben. Top-Arbeit, alle waren mit Herzblut dabei. Jeder wollte uns unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich nenne jetzt nur kurz die 4 Namen, die uns jetzt wirklich die letzten Monate so krass unterstützt haben. Max, Lilly, Jürgen, Roman, ohne euch wäre das echt eine ganz, ganz andere Nummer gewesen. Vielen, vielen lieben Dank an euch. Und alle anderen, die jetzt die letzte Woche hier wirklich Vollgas gegeben haben, danke. Danke an Victoria, danke an Robert, dass die hierher gekommen sind und so einen geilen Kampf geliefert haben. Das muss man sehen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich schaue mir selber die meisten Boxkämpfe im Fernsehen gar nicht mehr an, weil ich keine Lust habe auf dieses Niveau, wo der eine da oben ist und der andere irgendwo unten rumdümpelt. WM-Kämpfe müssen auf Augenhöhe sein, es muss knapp sein. Das wollt ihr sehen, das wollen wir sehen und mein Gott, dann sehe ich halt so aus, ist auch scheiße, aber das geht schnell rum. Ich bin dankbar, dass es heute so super geklappt hat und vielen, vielen Dank. Jetzt bitte stellt irgendwelche Fragen, weil ich komme Kannst du nochmal den Kampf so ein bisschen durchgehen, wie du ihn angegangen bist? Und ich hoffe, mein Gehirn funktioniert jetzt soweit. Also ich denke, dass wir unsere Marschroute, dass wir die Marschroute einigermaßen eingehalten haben. Wir wussten, dass sie von der ersten bis zur letzten Runde einfach Power hat. Deshalb musste ich einen großen Punktevorsprung eben mir erarbeiten am Anfang, dass ich hinten raus, auch wenn ich ein bisschen einbrechen sollte, genug Punkte gesammelt habe. Das habe ich versucht hinten raus, war es natürlich sehr, sehr anstrengend. Ich meine, 10 Runden so Vollgas geben, wir sind auch beide nur Menschen. Es war irgendwann dann sehr, sehr hart, weil sie nicht oft so sauber war. Ich habe, wie gesagt, viele Kopfstöße gekriegt, auch mal einen Ellbogen. Und da musst du reagieren können, da musst du auch mal abtauchen, da musst du auch abklammern. Ich meine, Klitschko macht es auch. Regen sich zwar viele drüber auf, aber das ist nicht schön, K.O. zu gehen von einem Kopfstoß oder einen Cut zu haben. Deshalb riskiere ich es lieber, einen Punktabzug zu kriegen, wegen Klammern, als dass ich einen Cut kriege und der Kampf abgebrochen wird. Von daher, es war mir wichtig, die erste Runde einfach Punkte zu sammeln, hinten raus einfach den Kampf über die Runden zu bringen. Sie hat natürlich hinten raus nochmal Gas gegeben. Ich habe versucht, die Pace zu halten. Ich muss mir das aber auch auf Video nochmal jetzt anschauen, um das alles ganz genau zu analysieren.
Aber ich meine, die Punktrichter, meiner Meinung nach, haben sie ein faires Urteil. Das war kein, ich lag keine 10 Runden vorne oder so. Ich weiß gar nicht, im Durchschnitt glaube ich 3-4 Runden. Das passt. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber das ist so krass, das hätte ich. Ich habe mir echt viel Kopf gemacht, Kopfkino gehabt die letzten Tage und auch viele Videos von ihr angeschaut, aber das fühlt sich dann anders an als auf YouTube. Victoria, wie wirkt ihr Statement? First, I want to thank God for giving me the chance of being here, you know. I want to thank Germany for having me here, you know, beautiful home, nice place. You guys have very hospitality people. What I think, you know, I thought I won the fight, and I'm being true to my heart. First, through 6 rounds, I was on Rola, you know. She did attack me, but no one or two hits, you know, but nothing that could hurt me. After the 5th round, I started working the body. I thought I dropped her. In the 6th round, they called it a slip, but you know, you have no choice. You do what you have to do. I kept on going forward. Rola ran. But you know, you people pay to see a fight, and I want to give you what you pay for. So I fight, you know? I'm a woman outside the ring. I look pretty. But inside the ring, I'm a warrior. I try hard. You people want to see a fight. You don't want to, you want to get your money's worth. So I try my best to have you the money, you know, the money you guys pay to see a good fight. Pause for a moment so that you want to be transparent. Also sie ist hierher gekommen, um einen guten Kampf zu machen. Deshalb hat sie den Weg auf sich genommen. Sie hat gekämpft. Außerhalb des Rings ist sie eine Frau, aber im Ring selber ist sie eine Kriegerin, eine Reina Negera. Und what did you say about the 5th round? Bis zur 5. Runde hat sie Körperschatz gegeben und Rola ist eben gelaufen oder ausgewichen und ihr habt Geld gezahlt, um einen guten Kampf zu sehen und ich habe mein Bestes getan, dass ihr wirklich einen super Kampf seht und vielen Dank, dass ihr mich hier eingeladen habt, dass ihr gekommen seid und Rola ist eine gute Frau. She didn't hurt me. I can't say much, but you just know next time you do better and you defeat it. Ja, und nächstes Mal, okay, dieses Mal ist es so gelaufen und das nächste Mal mache ich mein Bestes, dass es dann wieder besser wird. Vielen Dank. Viel Make-up. ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, ich Trainings vielleicht? Ja, okay, 3 Tage oder so. 2 Wochen, wow, die sind ja voll krustig gekommen. Nein, Quatsch. Sportlich, muss ich ehrlich gestehen, habe ich mir keine großen Pläne jetzt gemacht, weil ich einfach, Victoria ist eine große Herausforderung gewesen. Ich denke von Kampf zu Kampf. Ich kann den Kampf nicht einfach so, ja, den machen wir mal kurz und dann will ich in 2 Monaten das machen. Nein, ich habe darauf hingearbeitet. Ich werde erstmal mit unserer Bar umziehen. Das heißt, die nächsten paar Wochen ist eher das Geschäftliche unsere Bar. Wir ziehen in die Stadtmitte. Ich werde mich natürlich fit halten oder versuchen, fit zu halten. Und dann langsam ins Training einsteigen. Und wir müssen jetzt einfach auch gucken, was die Weltverbände. Jetzt habe ich 3 Gürtel, das heißt, ich stehe noch mehr unter Druck. Ich muss 3 Verteidigungen oder 3, wie sagt man, Zeitfenster einhalten. Und von daher, ich weiß es noch nicht genau. Ich werde oder möchte dieses Jahr auf jeden Fall 1-2 Kämpfe noch machen. Man muss gucken, was sich ergibt. Man muss auch gucken, wie man das Ganze finanziert. Das Theater jedes Mal von vorne, das schlaucht unheimlich. Das geht an die Psyche. Du stehst da im Ring und guckst und denkst, ah, wie viele Reihen sind jetzt noch nicht verkauft und bla und blub.
Und das ist schon sehr enorm. Und von daher kann ich nur noch von Kampf zu Kampf denken. Ich muss gucken, wie ich das finanziere. Ich muss gucken, welche Promoter uns auch, weil es ist als Frau unheimlich schwierig, überhaupt was zu bekommen. Und ich möchte auch nicht als dreifache Weltmeisterin in irgendeinem Vorprogramm als Erste oder Zweite kämpfen. Dafür habe ich 20 Jahre mir den Hintern aufgerissen. Und ich möchte solche Kämpfe kriegen. Solche Kämpfe kannst du aber bei anderen Promotern einfach nicht finanzieren, weil keiner dir das zahlt. Deshalb musst du das immer selbst machen. Und es ist sehr, sehr schwierig, wie gesagt. Ich hoffe, dass ich vielleicht, wenn es gut läuft, Ende des Jahres nochmal einen kleinen Event hier in Ulm vielleicht auf die Beine stellen kann. Das muss ich einfach schauen. Wenn sich, mein Mann macht schon so da hinten. Okay. Ich überrede ihn. Aber ich weiß es noch nicht. Ich werde mich jetzt erstmal erholen. Ich werde erstmal runterkommen, schauen, wie ich in der Rangliste platziert ist. Ich habe nicht immer alles zu entscheiden. Ich muss auch gucken, was die Verbände mir oder wen sie mir vorsetzen als nächste Boxerin. Es ist alles offen. Münsterplatz wird dieses Jahr bestimmt nichts, aber ich melde mich. Die nächsten Wochen werde ich einen Termin machen beim Herrn Gönner. Das könnt ihr auch schreiben. Der kann sich auf mich gefasst machen. Nein, ich will diesen Kampf unbedingt, es ist mir egal, auch wenn das jetzt der nächste und letzte Kampf sein ist. Ich möchte auf dem Münsterplatz aufhören und egal, ob als Weltmeisterin oder Nicht-Weltmeisterin, das ist einfach mein großes Finale, mein i-Tüpfelchen in meiner Karriere. Und ich habe mir so viele Träume erfüllt, ich habe das Verrückteste gemacht, ich bin zurückgekommen, wo es vielleicht 10% der Menschheit daran geglaubt hat und 9% war ich davon alleine. Und ich habe es geschafft und warum sollte ich mir diesen Münsterplatzkampf nicht, warum sollte ich das nicht erreichen? Also das ist mein nächstes großes Ziel und während ich daraufhin arbeite, werde ich vielleicht 1-2 Kämpfe noch machen. Bestimmt, ich muss ja verteidigen, aber wo, wie, was ganz genau, habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, weil Victoria war die Aufgabe jetzt, das habe ich gepackt, Gott sei Dank. Und jetzt schauen wir einfach weiter. Nola? Ja. Entschuldigung. Ja, Victoria, maybe I got a question. When you talk about the next fight against Olaf, maybe you can invite her to the United States for that fight. That's or a great your idea. Promoter. Well, is it a great idea? I think so. Well, I don't have a promoter. I travel everywhere. I fight whoever wants to fight me. I'm a fighter. She talked about that it's not so easy here for the women's boxing in this country. Yeah. It's not so easy in New Mexico, in the United States also. Okay. We don't get paid money like we're supposed to. We put on more better fights than men, and I'll tell anybody, you know. We put on very good fights. Yeah. And it's just they don't pay us money, you know. And we give our heart and we do just like the men do and they don't give us nothing. So we do a lot more than a lot of men do. And we train hard. And I have 2 kids, so imagine what I do, you know. I push it. And I wish I could get paid more of what I do, but I don't. So I do it for the love of the sport, not because of the money, because there's no good money behind it. So whenever anybody wants to fight me or call me out, I'll go. I'll fight them, I'll do it. I don't care. I consider myself number one in the world. I don't care if she has the belt. I'm good, you know? I give heart and I do it and I respect everybody, but you have to fight and I do fight. Thank you. Ich übersetze mal kurz. Die Dame hatte gefragt, ob nicht Victoria Rola vielleicht in die Staaten einladen könnte. Es ist leider so, dass in den Staaten, erstens hat Victoria keinen Promoter und es ist so wie auch in Deutschland, wie die Dame jetzt eben sagte, dass die Frauenboxen nicht so geschätzt ist, leider. ebenso wie hier in Deutschland. Und aber wer immer, also sie ist jederzeit bereit zu kommen, sie ist jederzeit bereit zu kämpfen, sie macht es für ihre Kinder, sie bringt ihr ganzes Herz rein und wie gesagt, wer immer sie
bekämpfen möchte. Sie steht da. Ich muss kurz erwähnen, ich habe Anfang der Woche mit ihr geredet und sie hat gegen die weltbesten Frauen der Welt, ob Holly Holm, Cecilia Brekus und wie die alle heißen, hat sie geboxt. Und das Krasse ist, die hat teilweise 4-5 Tage Vorlauf bekommen, weil sie einspringen musste. Und wir haben ihr 2,5 Monate Zeit gegeben. Also ich finde, die großen Promoter, die sind sehr unfair. Die geben dir 3 Tage, 4 Tage, zack, du musst einfliegen, hast Jetlag, hast was weiß ich. Und man muss einfach die kleinen Leute wie ich und wie sie und wie viele andere müssen zusammenhalten. Wir müssen faire Kämpfe austragen, wir müssen Zeit geben für die Vorbereitung, weil dass sie überhaupt 10 Runden gegen andere Frauen der Weltklasse steht mit 4-5 Tagen Vorlauf. Hut ab, Respekt, das packen ganz, ganz wenige Frauen. Vor allem in diesen Gewichtsklassen, wo es halt wirklich, wo wirklich was dahinter steckt. Es ist sehr, sehr schwierig und wir wiederholen uns die ganze Zeit. Wir müssen einfach zusammenhalten. Ich versuche als kleiner Promoter, ich mag mich gar nicht Promoter nennen, einfach als Sportlerin anderen eine Chance zu geben, ob das hier ist mit einer Plattform für die Vorkämpfe, ob das ist mit sie einfliegen und ihr die Möglichkeit geben, sich ordentlich vorzubereiten, so wie ich mich vorbereiten will. Ich würde auch keinen Kampf annehmen wollen mit 3-4 Tagen Vorlauf. Und von daher ist es in Amerika so, ist es auf der ganzen Welt so, also es ist nicht nur in Deutschland, wir dümpeln einfach irgendwo vor uns hin und machen das, weil wir ganz ehrlich einfach nur bekloppt sind. Weil die Männer würden für das, was wir bekommen, nicht einmal ins Training einsteigen. Für die ist es einfach, die kriegen den roten Teppich vorgelegt und dürfen hier und jenes und bla. Und wir sagen einfach, egal was, bitte nur einen Kampf, das reicht uns. Und von daher, ich habe allergrößten Respekt vor ihr, dass sie durch die ganze Welt tingelt. Und egal, ist es egal, die wird sogar gegen Klitschko boxen, glaube ich. Das ist egal, Hauptsache sie darf boxen. Das macht die einfach und Hut ab. I want to tell everybody thank you very much. Ich möchte jedem danken. We enjoyed ourselves here in Germany. Wir haben eine super Zeit hier gehabt. Wir haben uns gefreut. And I want everybody to understand that Victoria Cisneros. Und ich möchte bitte, dass jeder versteht, dass Victoria Cisneros in December 2009. Im Dezember 2009 went to see Holly Holmes, which is the pound for pound welterweight champion of the world. Holly Holmes, she fought against her. Yes. Hat gegen Holly Holmes gekämpft und she's a what? She's the world's best welterweight champion of the world. Her and Cecilia Brekhouse are 1 and 2. Sie ist die weltbeste welterweight Kämpferin. And Victoria went to see Holly fight that night. Und Victoria ist dahin gegangen, um den Kampf anzuschauen. And Cecilia, 20 minutes before the bell was supposed to ring. Und 20 Minuten vor dem Start, vor dem Kampf. The girl that was supposed to fight Holly Holmes took off. She went away. Und die Frau, die da eigentlich gegen Holly Holmes kämpfen sollte, ist abgehauen. And Victoria was in the audience. Und Victoria war im Publikum. And she got up from her seat. Und sie stand auf und hat gegen Holly Holmes 10 Runden gekämpft. Also ich bin auf Platz 10 in meiner Rangliste und sie auf Platz 5 im Weltergewicht. Da sind ganz andere Granaten. Es war auf jeden Fall der härteste Kampf meiner Karriere. Sie war die boxerisch jetzt vielleicht nicht die beste, die ich geboxt habe, aber den Kampfstil, den habe ich noch nie live im Ring gesehen. Wir haben versucht, das im Sparring zu imitieren, indem ich jede Runde eine neue Boxerin hatte, die frisch war. Aber die können einstecken. Diese Pace ist ganz, ganz anders. Also es ist unheimlich hart gewesen, unheimlich schwierig. Sie hat einen sehr unorthodoxen Kampfstil. Das heißt, sie schlägt in Situationen,
wo du eigentlich nicht damit rechnest. Und das zeigt ihren Willen, das zeigt ihr Kämpferherz, dass sie es will unbedingt aus dem tiefsten Herzen. Und es war definitiv mein härtester Kampf. Ich musste klare Treffer setzen, weil die Pace, die sie geht, das ist nicht mein Kampfstil. Ich bin eine, die rückwärts geht, ich bin eine, die versucht auszuboxen. Ich bin keine aggressive Vorwärtsboxerin. Und von daher war es sehr, sehr schwierig, sich auf sie einzustellen. Aber ich habe es versucht und ich habe mein Bestes gegeben. Es war kein haushoher Punktsieg, das sehe ich ein. Ich habe 3-4 Runden vielleicht vorne gelegen. Es waren diese klaren Treffer, die ich in manchen Runden hatte. Sie hat öfter vielleicht geschlagen, ja doch, sie hat öfter geschlagen, aber ging auch viel auf die Deckung. Und von daher, die Punktrichter sollen entscheiden. Das ist deren Aufgabe und nicht meine Aufgabe, hier zu sagen, punktemäßig lag ich so und so vorne. Das ist ihr Job. Die machen das seit Jahren, die machen Weltklasse-Kämpfe. Und von daher, es ist natürlich immer schwierig, nach so einem Kampf, den man dann verliert, nicht einzusehen, aber wirklich die Punkte auch so sich einzugestehen, verstehe ich. Ich war natürlich, als der Kampf mit Lucia auch so knapp daneben ging, auch enttäuscht und war der Meinung, hätte vielleicht, aber nein, so ist es halt. Die Punktrichter sollen entscheiden. Ich respektiere das, ich kann auch mit einer Niederlage umgehen und von daher, ich denke, sie auch, Weltklasse-Sportler können damit umgehen und sie hat es auch gezeigt. Es war mein härtester Kampf bisher und ich denke aber, es gibt noch einige, die auf selben Niveau oder noch höher sogar sind, so dass ich jetzt erstmal Pause brauche. Und ich schwätze so viel. Mal schauen, was sagen wir. Ich habe auch noch. Ich will nicht nach Hause gehen. Wir müssen erst zu McDonald's. Ja gut, ich wollte jetzt auch noch was sagen als Trainer, oder wir beide eigentlich. Man muss sich mal so vorstellen, so eine Boxerin bereitet sich zwischen 10 und 12 Wochen vor. Trainingseinheiten belaufen sich pro Stunde, zweimal am Tag. Einziger freier Tag, den sie hat, ist dann der Sonntag. Sie muss immer topfit sein, wir beide, also der Athletiktrainer Bernd Fernangel und ich, wir fordern das sehr, sehr viel. Wir gehen eine relativ hohe Pace im Training. Sie muss pünktlich sein, sie muss fit sein, sie muss motiviert sein. Und wenn man dann noch schaut, dass sie nebenher mit ihrem Mann dann noch so eine Veranstaltung auf die Beine haut, also man muss vorstellen, sie trainiert morgens um 8 Uhr, eine Stunde lang, kurz vor der Bewusstlosigkeit, dann rennt sie zu irgendwelchen Terminen, eigentlich soll sie schlafen, sich ausruhen, kann sie aber nicht, und dann nachmittags geht dann die zweite Einheit beim Band los, der noch ekelhafter manchmal sehr rannimmt wie ich, ja, ich bin eigentlich der Nette von der Company hier. Und dann fangen irgendwann mal die Sparringsrunden an, 3 Wochen hartes Sparring, das ist nicht so ein bisschen abtupfern, sondern sie hat sehr starke Sparringspartnerin diesmal gehabt, deutsche Meisterinnen, die auch 60, 70 Kämpfe haben, die, man muss sich so vorstellen, 8 Runden gehen, das heißt jede Runde sind 2 gewesen immer meistens, die jede Runde frisch reinkommen, das heißt eine boxt eine Runde, Roll hat eine Minute Pause, kommt die andere rein, kann sich dann schön erholen und so weiter. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet und ihr Alter, dann, wir nennen sie als Mutti bei uns im Training, wollte ich nur sagen, Mutti, dann würde ich sagen, das ist schon eine riesen, riesen Leistung. Dafür hat sie, glaube ich, jeden Applaus verdient. Dankeschön. Müssen Sie mich daran erinnern? Ja. Also das stimmt? Ja. Okay. Leider. Es hieß in der Vorberichterstattung dieses Mal, dass Sie eine ausverkaufte Halle brauchen, um zumindest den Schwarz 0 zu schreiben. Mhm. Jetzt sah die Halle in meinen Augen nicht ganz ausverkauft aus. Was können Sie dazu sagen? Also ich habe natürlich ins Publikum geschaut, habe gesehen, dass die Tribüne, die wir erst heute in dem Vorverkauf gegeben haben, nicht ganz voll war. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht nach Zahlen gefragt. Das Risiko bin ich eingegangen, das war mir bewusst, aber ganz ehrlich, Geld kommt, Geld geht. Ich mache seit 20 Jahren diesen verrückten Sport und wenn ich jetzt des Geldes wegen irgendwie irgendwelche Entscheidungen des Geldes wegen getroffen hätte, hätte ich schon vor Jahren aufgehört. Man muss manchmal Niederlagen, beim Comeback habe ich Niederlage im Geschäft gehabt und Niederlage im Boxring. Diesmal ist es, wer weiß, vielleicht nur ein Minusgeschäft, ich weiß es noch nicht.
Ich hätte eine volle Halle gebraucht, um auf jeden Fall kein Minus zu machen. Ich weiß nicht, wie hoch das Minus ist, aber ganz ehrlich, ich bin aus jedem Loch zurückgekommen und das wird mich jetzt nicht irgendwie, wie sagt man, runterdrücken oder wird mich brechen können oder so. Soll halt so sein, der liebe Gott hat mir diesen Weg vorgeschrieben und ich räume jeden Stein, der mir irgendwie im Weg liegt oder wir mittlerweile, also ich würde das ohne meinen Mann und ohne meine Familie gar nicht packen und Familie ist auch mein Team mittlerweile. Ich nehme jede Herausforderung, ich muss jetzt einfach die Tage schauen, wie sich das entwickelt hat oder was da jetzt so gelaufen ist. Mein Mann hat da, glaube ich, eine bessere Übersicht oder auch nicht, der ist einfach nur fix und fertig, der Arme. Und ja, das Minus stimmt vom letzten Kampf. Ich hoffe, dieses Mal ist es nicht ganz so groß. Wir hatten auch nicht die Dimension, die wir letztes Mal hatten, aber also ein Plusgeschäft war es nicht. I want to say something. Ich möchte noch was sagen. You guys are the reporters. All you guys are the reporters. Alle die Reporter. And you guys can help Rola to have better shows by putting out the information. Ihr könnt Rola helfen, die Informationen weiterzugeben, nach außen zu bringen. Because tonight this place should have been packed. Weil heute hätte das eigentlich voll sein sollen. The best fight you guys have ever seen in this city. Und das war der beste Kampf, den wir hier in dieser Stadt gesehen haben. But we can. But we cannot get out the word without reporters' help. Aber wir können es nicht machen, ohne dass die Reporter uns helfen. Wir brauchen eure Hilfe. Thank you. Danke.